Am 5. Januar 2024 um 16:45 erleben die Passagiere von Alaska Airlines Flug 1282 den Schock ihres Lebens. Kurz nach dem Start reißt in 4800 Metern Höhe ein Seitenteil aus dem Flugzeugrumpf. Wie durch ein Wunder wird niemand ernsthaft verletzt. Es ist nicht der erste Zwischenfall mit Flugzeugen der Boeing 737 MAX Serie. 2018 und 2019 sind schon mal zwei Maschinen abgestürzt. Insgesamt sterben damals 346 Menschen. Boeing kommt aus dem Krisenmodus nicht mehr raus. Der Aktienkurs ist im Keller, die Kunden sind sauer und das Vertrauen ist weg. Und trotzdem sind die Auftragsbücher proppenvoll. Wie Boeing so tief fallen konnte und warum das Unternehmen trotz der Abstürze und beinahe Katastrophen niemals komplett crashen wird, das klären wir heute. Wir schreiben den 15. Juli 1916. Es ist ein warmer Sommertag in Seattle, Washington. In einem roten Schuppen im Süden der Stadt fasst ein junger Mann einen Entschluss, mit dem er nicht nur die ganze Welt, sondern sogar den Mond und das Weltall verändern wird. An diesem Tag gründet der Bauholzhändler William Boeing seine Firma, die später mal zu einem Titan der US-Industrie werden soll. Boeing hat einfach an so krassen Projekten wie dem Mondauto, dem Space Shuttle und an der ISS mitgearbeitet. Außerdem entwickeln sie wichtige Waffensysteme, bauen die Air Force One und natürlich Passagierflugzeuge. Wie wichtig Boeing für die USA ist, sieht man auch daran, wer regelmäßig für das Unternehmen Flugzeuge vertickt. I'm expecting a gold watch from Boeing. And God bless Boeing. Kein Wunder, wenn ihr euch diese Karte hier mal anschaut. Hier seht ihr die wichtigsten Exportgüter im jeweiligen Bundesstaat im Jahr 2020. Und in 14 von 50 Bundesstaaten waren die wichtigsten Exportgüter einfach Flugzeuge bzw. Flugzeugteile. Mit Boeing hat sich die USA damit zum mit Abstand wichtigsten Exporteur in der Luft- und Raumfahrtindustrie hochgespielt. Aber 1916 ist Boeing davon noch weit entfernt. William hat damals gerade mal ein Wasserflugzeug entwickelt und das auch mehr so als Hobby, gar nicht mal als Businessmodell. Aber dann geschieht etwas, was für die gesamte Luftfahrtindustrie ein kompletter Gamechanger wird. In Europa brechen der Erste und Zweite Weltkrieg aus und plötzlich werden Flugzeuge dringend gebraucht. Die Chance für Boeing. Im Ersten Weltkrieg beliefert das Unternehmen die US Navy mit Trainingsflugzeugen und im Zweiten Weltkrieg fliegen Boeing-Bomber Luftangriffe gegen Nazi-Deutschland und werfen die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki ab. Damit geht der Zweite Weltkrieg zu Ende. Das ist gut für die Menschheit, aber schlecht für Boeing. Denn Amerika braucht auf einmal keine riesige Bomberflotte mehr und storniert seine Bestellungen. Zwischen 1944 und 1946 stürzt die Flugzeugproduktion in den USA von 96.000 auf gut 1.300 im Jahr ab. Für Boeing ein absolutes Desaster. Aber mit dem Kriegsende ergibt sich eine neue Chance. Und zwar eine, die Boeing so richtig groß machen wird. Last call for flight Boeing 101. You should've heard the knockdown jailbird sing that rock. Es sind die 50er Jahre, Elvis Presley stürmt die Charts und die Bevölkerung in den USA explodiert. Und immer mehr von diesen Menschen fliegen. 1955 reisen in den USA zum ersten Mal mehr Menschen mit dem Flugzeug als mit dem Zug. 1957 löst das Flugzeug den Ozeandampfer als beliebtestes Verkehrsmittel für transatlantische Reisen ab. Und Boeing liefert. Mit der 707 legt das Unternehmen den Grundstock für seinen Erfolg und verhilft dem Düsenantrieb in der zivilen Luftfahrt zum Durchbruch. Dann kommen die 727 und das Arbeitstier der Boeing-Flotte, die 737. Bis heute ist es das am häufigsten ausgelieferte Passagierflugzeug der Welt. Safe habt ihr da auch schon mal drin gesessen. Viele Piloten haben damals Sticker auf ihrem Gepäck mit dem Spruch: If it's not Boeing, I'm not going. Das liegt auch an den CEOs und Managern. Die sind nämlich bis in die späten 80er selbst detailverliebte Ingenieure. Boeing ist zu dieser Zeit einfach ein Riesentrupp Flugzeugnerds. Das technische Know-how und das Vertrauen der Kunden ermöglichen es Boeing in den späten 60ern eine riesige Wette einzugehen. Und zwar mit diesem Teil hier.
Mit der 747, dem Jumbojet, will das Unternehmen ein Flugzeug bauen, das bis zu 490 Passagiere tragen soll. 2,5-mal so viel wie bisherige Maschinen. Die Entwicklung der 747 ist eine gigantische Investition. Aber das Risiko zahlt sich aus. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Passagiermaschine halbieren sich für die Fluggesellschaften in einem vollbesetzten Jumbojet die Kosten pro Passagier. Und damit sinken auch die Ticketpreise. Mit der 747 eröffnet Boeing Millionen Menschen die Welt. Der Erfolg ist riesig. Aber hätten die Manager von Boeing mal genau auf ihr Radar geguckt, hätten sie vielleicht gesehen, was da auf sie zukommt. To your left you'll see competition. Der Star der Pariser Luftfahrtschau 1969 ist ganz klar die Concorde. Aber während die Pariser staunend in den Himmel schauen, machen die Regierungen von Frankreich und Deutschland der amerikanischen Vorherrschaft beim Flugzeugbau eine Kampfansage. Die Europäer verkünden in Paris den Start des A300-Programms. Das Ziel? Ein Flugzeug bauen, das kleiner, leichter und sparsamer ist als das der Amerikaner. Der Name? Airbus. Der Start ist ein bisschen holprig, aber mit Unterstützung, vor allem durch die deutsche und die französische Regierung, gelingt Airbus nach ein paar Fehlstarts mit dem A320 ein Verkaufsschlager. Und damit beginnt ein episches Kopf-an-Kopf-Rennen. Das zeigt sich auch in den Zahlen. Vergleicht man den Marktanteil von Boeings Topseller, der 737, mit dem A320 von Airbus, dann sieht man, Airbus holt in den 90ern krass auf. 97 liegen die beiden fast gleich auf. Airbus und Boeing. Es ist ein Kampf der Giganten, der bis heute gnadenlos ausgefochten wird. Der zunehmende Druck wird dramatische Folgen haben. Und das schauen wir uns jetzt an. We have turned on the seatbelt sign. Welcome to this historic day. Now operating as a single company. 1997 übernimmt Boeing den konkurrierenden Flugzeugbauer McDonnell Douglas. Damit schlucken sie ihren letzten ernstzunehmenden Konkurrenten in den USA. Als Endgegner bleibt jetzt nur noch Airbus. Bei der Herstellung von Passagierflugzeugen bildet sich damit ein sogenanntes Duopol. Wenn ihr euch jetzt ein Passagierjet zulegen wollt, dann geht das jetzt eigentlich nur noch bei Boeing oder Airbus. Schaut mal hier. Gemeinsam kontrollieren sie schon Ende der 90er Jahre gute 80% des Passagierflugzeugmarkts. Aber nach der Übernahme von Douglas passiert etwas Überraschendes. Ausgerechnet die ehemaligen Manager der übernommenen Firma steigen bei Boeing auf und werden die neuen Chefs. Damals macht sogar der Witz die Runde, Douglas hätte Boeing übernommen und nicht andersrum und das auch noch mit Boeings Kohle. Mit den neuen Managern kommt eine neue Unternehmenskultur. Vorbei sind die Tage, in denen Ingenieure das Sagen hatten und man vor allem richtig nice Flugzeuge bauen wollte. Stattdessen verkündet das Unternehmen ein neues Ziel, den Aktionärswert erhöhen. Denn der, erklärt der damalige CEO in einer Pressemitteilung, sei der grundlegende Messwert für unseren Erfolg. Den Aktionärswert steigern, das heißt konkret, den Aktienkurs des Unternehmens nach oben treiben. Profit ist auf einmal das oberste Ziel. Und gleichzeitig steigt der Druck enorm, denn die Konkurrenz mit Airbus, die verschärft sich immer weiter. In den Nullerjahren liefert Airbus fast jedes Jahr mehr Flugzeuge aus als Boeing. Und dann, im Frühling 2011, klingelt das Telefon vom damaligen Boeing-Chef. Der geht ran. Und was er da hört, lässt ihm das Blut in den Adern gefrieren. We're expecting some turbulence ahead. Am anderen Ende der Leitung ist der Chef von American Airlines. Und der hat richtig schlechte Nachrichten. American steht kurz vor einer Großbestellung. Und zwar nicht bei Boeing, sondern bei Airbus. Das ist eine brutale Nackenklatsche. American Airlines war zu diesem Zeitpunkt seit mehr als einem Jahrzehnt exklusiver Boeing-Kunde. Und jetzt will ausgerechnet American den amerikanischen Flugzeugbauer Boeing für Airbus aus Europa abservieren? Bei Boeing bricht jetzt richtig Panik aus. Airbus hat nämlich gerade den A320 Neo
rausgebracht, eine Neuauflage des A320 mit effizienteren Triebwerken. Und Boeing hat einfach nichts Vergleichbares in der Tasche. Und das hat auch einen Grund. Ein Passagierflugzeug zu entwickeln ist einfach mega kompliziert und vor allem wahnsinnig teuer. Das ist auch der Hauptgrund, warum es heute eigentlich nur zwei große Firmen gibt, die das machen. Nehmen wir mal die Boeing 777 als Beispiel. Als die in den 90ern entwickelt wird, kostet das geschätzte 12 bis 14 Milliarden Dollar. Das gesamte Unternehmen Boeing war damals gerade mal 30 Milliarden wert. Die Entwicklungskosten waren also einfach fast halb so hoch wie der gesamte Unternehmenswert. Und es gibt noch krassere Beispiele. Die Entwicklung vom Jumbojet hat in den 60ern dreimal so viel gekostet wie der damalige Unternehmenswert. Boeing hat sich einfach dreimal selbst gesetzt. Krass, oder? Jedes neue Flugzeugmodell ist also ein Wahnsinnsrisiko. Denn im Schnitt werden pro Jahr nur so gute 1200 Passagierflugzeuge verkauft. Und damit müssen die Hersteller ja ihre Milliardeninvestitionen wieder reinholen. Von jedem verkauften Flugzeug hängt also verdammt viel ab. Deshalb auch die prominenten Verkäufer aus dem Oval Office. Ein Ladenhüter kommt Flugzeugbauer also teuer zu stehen. Um mal ein Beispiel vom Konkurrenten zu nennen, mit dem A380 hat Airbus auch so richtig ins Klo gegriffen. Ungefähr 25 Milliarden Dollar haben die Europäer da reingesteckt und am Ende nur 251 Stück verkauft. Und so ein krasses Risiko will Boeing nicht eingehen. Nach dem Schockanruf von American Airlines entscheidet sich das Unternehmen deshalb gegen eine Neuentwicklung und legt stattdessen seinen Topseller, die 737 hier, zum vierten Mal neu auf. Und das ist eine Entscheidung, die man bei Boeing mittlerweile bereuen dürfte. Beim Absturz eines Flugzeugs in Indonesien sind vermutlich alle 189 Insassen ums Leben gekommen. In Äthiopien ist ein Passagierflugzeug mit 157 Menschen an Bord abgestürzt. Es gibt keine Überlebenden. Es sind die dunkelsten Wochen und Monate der Unternehmensgeschichte. In nur 5 Monaten kommen zwischen Oktober 2018 und März 2019 bei 2 Abstürzen der 737 MAX insgesamt 346 Menschen ums Leben. Schuld daran ist eine Software namens MCAS, die aufgrund fehlerhafter Daten von einem Sensor die Nase der Flugzeuge immer wieder nach unten drückt. Die Abstürze sind eine Katastrophe. In erster Linie natürlich für die Opfer und ihre Angehörigen, aber auch für Boeing als Unternehmen. Die gesamte Flotte der 737 MAX muss nach dem zweiten Absturz weltweit am Boden bleiben, insgesamt rund 20 Monate lang. Und die Folgen für Boeing sind dramatisch. Lasst uns mal ein paar Boeing-Zahlen anschauen. Hier könnt ihr sehen, wie krass die Bestellungen für die 737 MAX eingebrochen sind. Viele Fluggesellschaften stornieren jetzt ihre Order. Warum es jetzt wieder mehr Bestellungen gibt, dazu kommen wir gleich. Insgesamt gehen konservative Schätzungen davon aus, dass das ganze Desaster Boeing mindestens 20 Milliarden Dollar gekostet hat. Und das sieht man natürlich auch an der Unternehmensbilanz. Nach einem Rekordgewinn von über 10 Milliarden Dollar 2018 rutscht Boeing 2019 deutlich in die roten Zahlen. Und 2020 kommt auch noch die Corona-Pandemie obendrauf. Aber auch danach kommt Boeing einfach nicht wieder auf die Beine. Wenn wir mal den Aktienkurs von Boeing und seinem Rivalen Airbus vergleichen, dann seht ihr, beide Unternehmen trifft die Pandemie hart. Aber bis heute hat sich Airbus deutlich besser erholt. Denn für Boeing ist das 737 MAX-Desaster bei weitem nicht das einzige Problem. Auch beim Dreamliner, der 787 und dem neuen Langstreckenflugzeug 777X gibt es Verzögerungen und Kostenexplosionen. Die Lage bei Boeing spitzt sich also immer weiter zu. Und dann kommt der 5. Januar 2024. Das Bild, das Boeing nach dem Zwischenfall mit dem herausgerissenen Seitenteil im Januar abgibt, ist mal wieder katastrophal. Und das Vertrauen der Passagiere, das ist erstmal weg. Auf dem Reiseportal Kayak kann man seit den Boeing-Abstürzen Flüge nach dem Flugzeugmodell filtern. Und seit dem Zwischenfall im Januar ist die Zahl derjenigen, die Flüge mit der 737 MAX rausfiltern, einfach um das 15-fache gestiegen. In der Woche nach dem Zwischenfall gibt die Boeing-Aktie dann auch um 16% nach. Und gleichzeitig profitiert Airbus und legt um 6% zu. Aber wie zur Hölle konnte es nach den Abstürzen 2018 und 2019 überhaupt nochmal zu so einem Beinahe-Absturz kommen?
Viele Experten sind sich da einig. Der Hauptgrund für den Boeing-Struggle ist die Übernahme von Douglas in den 90ern. Ihr erinnert euch, damals wurde aus dem nerdigen Flugzeughersteller Boeing eine Profitmaschine gemacht. Ein ehemaliger Douglas-Chef, der später sogar CEO von Boeing geworden ist, hat das in einem Interview auch mal ganz klar gesagt. Boeing sollte wie ein Geschäft geführt werden und nicht wie eine Ingenieursfirma. Es ist eine große Ingenieursfirma, aber die Leute investieren in ein Unternehmen, weil sie Geld verdienen wollen. Und um dieses Ziel zu erreichen, dreht das neue Management ab den späten 90ern an drei Schräubchen im Unternehmen mit desaströsen Folgen. Zum einen wäre da der sogenannte Brain Drain. Um den Profit kurzfristig zu erhöhen, müssen die Kosten gesenkt werden. Nach der Übernahme von Douglas setzt Boeing deshalb den Rotstift an. Hier seht ihr die Anzahl der Mitarbeiter bei Boeing. Zwischen 1998 und 2003 schrumpft die Belegschaft um ein gutes Drittel. Viele erfahrene Mitarbeiter, die legendäre Flugzeuge wie die 707, den Jumbojet oder die 737 mitentwickelt und gebaut haben, fehlen auf einmal. Viele Brains verlassen das Unternehmen. Und auch ein anderer Move stellt sich jetzt als Fehlentscheidung heraus. Das Outsourcing. Bisher hat Boeing einen großen Teil seiner Flugzeuge in-house gebaut. Stichwort vertikale Integration. Aber jetzt setzen sie immer mehr auf Outsourcing, also auf Zulieferer, die einzelne Teile und auch Software für Boeing entwickeln und herstellen. Schaut mal hier. Bei der 737 hat Boeing in den 60ern ein gutes Drittel der Teile eingekauft. Bei der 747 war es dann schon ungefähr die Hälfte. Und die 787, der Dreamliner, der ab 2004 entwickelt wurde, besteht zu 70% aus Teilen von Zulieferern. Damit spart Boeing zwar bei der Entwicklung und Fertigung, verliert aber auch zunehmend die Kontrolle über Qualität und Lieferzeiten. Und das plagt das Unternehmen bis heute. Auch der Zwischenfall Anfang Januar geht vermutlich auf einen Fehler bei einem Zulieferer zurück. Dass der Profit aber jahrelang über dem Produkt gestanden hat, sieht man auch daran, wo die Kohle von Boeing hinfließt. Und genau das ist der dritte Grund für die Probleme bei Boeing, sogenannte Buybacks. Jetzt wird's ein bisschen kompliziert, bleibt bei mir. All die Sparmaßnahmen auf Kosten der Qualität werden ja mit Blick auf die Investoren getroffen. Und für die lohnt sich das durchaus. Hier seht ihr die Anzahl der ausstehenden Boeing-Aktien, also einfach aller Aktien von Boeing, die es gerade gibt. Und diese kleinen Einbrüche hier, das sind sogenannte Aktienrückkäufe oder Buybacks. Zwischen 1998 und 2018 hat Boeing für insgesamt 61 Milliarden Dollar seine eigenen Aktien zurückgekauft und damit den Aktienkurs aufgeblasen. Denn wenn Boeing seine Aktien zurückkauft, dann gibt es ja weniger Aktien insgesamt, also ist jede einzelne Aktie auch mehr wert. Das ist natürlich super für die Aktionäre, deren Anteile jetzt eben mehr wert sind. Achso, und die reguläre Dividende, die gab es natürlich auch noch obendrauf. Nochmal knapp 30 Milliarden im gleichen Zeitraum. Wenn ihr da jetzt nicht ganz mitgekommen seid, kein Problem. Der Punkt ist einfach, letztendlich ist das Kohle, die Boeing am Unternehmen eingespart und an die Aktionäre ausgezahlt hat, anstatt sie zu reinvestieren. Okay, Boeing hat also eine Reihe von Problemen, die es einfach nicht in den Griff kriegt. Es läuft katastrophal für die ehemalige Ingenieurshochburg. Und trotzdem sind 2023 bei Boeing einfach so viele Bestellungen eingegangen, wie seit fast 10 Jahren nicht mehr. Hä? Wie passt das denn jetzt zusammen? Sind die einfach unverwundbar und schaffen sie es vielleicht doch nochmal durchzustarten? Bevor ihr euch jetzt schwört, nie wieder in den Urlaub zu fliegen, dass ihr abstürzt, ist immer noch mega unwahrscheinlich. Das Problemflugzeug 737 MAX zum Beispiel, das hat eine Verlustrate von 1,48 pro einer Million Starts. Ist also safe soweit. Allerdings muss man auch sagen, beim A320neo sind es nur 0,11 pro einer Million. Damit könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt. So oder so habt ihr wenig Optionen, denn Airbus und Boeing haben den Flugzeugmarkt fest in ihren Händen. Das haben wir schon gesehen und das wird auch in Zukunft so bleiben. Hier seht ihr eine Marktprognose für Flugzeuge mit nur einem Kabinengang, wie zum Beispiel die 737. Für den Zeitraum 2018 bis 2037, bam, Boeing und Airbus Marktanteil 93%, kein Weg vorbei. Dieses Duopol stellt die Fluggesellschaften vor ein Problem. Sich allein auf Airbus zu verlassen, ist zu riskant und würde außerdem ihre Verhandlungsposition bei Flugzeugkäufen deutlich schwächen.
Und dazu kommt noch, dass Airbus allein einfach nicht genug Flugzeuge bauen kann. Schaut mal hier. Bis 2032 wird die globale Flugzeugflotte einfach nochmal um 49% wachsen. Aber sowohl Airbus als auch Boeing haben jetzt schon jeweils mehrere tausend unerfüllte Bestellungen in ihren Auftragsbüchern. Wenn die beiden Unternehmen einfach nur diese ganzen bestehenden Bestellungen abarbeiten würden, dann würde das stolze 12,6 Jahre dauern. Trotz aller Probleme bei Boeing können die Fluggesellschaften also unmöglich auf Boeing verzichten, wenn sie genügend Flugzeuge haben wollen. Und noch ein Punkt spricht gegen einen Komplettabsturz von Boeing. Das Unternehmen ist einfach too big to fail. Boeing arbeitet zusätzlich zu den rund 145.000 Angestellten mit rund 12.000 Unternehmen in den USA zusammen. Und an denen hängen wiederum mehr als 1 Million Jobs. Und Boeing gibt sich alle Mühe, dass die US-Regierung weiß, wie wichtig das Unternehmen ist. Stolze 342,5 Millionen Dollar hat Boeing seit 1998 für Lobbyarbeit in Washington ausgegeben. Und schafft es damit unter die Top 10 der größten Lobbyisten in den USA. Kein Wunder also, dass die US-Regierung Boeing gerne mal unter die Flügel greift. Nicht nur mit Verkaufspersonal, sondern auch mit fetten Bestellungen im Verteidigungssektor. Ein gutes Drittel der Einnahmen von Boeing kam 2023 von der US-Regierung. Aber das war's noch nicht. Mit der Export-Import Bank, bekannt als EXIM, gewährt die US-Regierung Kredite im Ausland für Bestellungen bei US-Firmen. Damit soll die eigene Wirtschaft angekurbelt werden. Und ganz besonders gerne vergibt sie Kredite für Flugzeugkäufe. Die EXIM Bank hat deshalb auch einen Spitznamen: Boeing Bank. Ihr seht also, mit solcher Unterstützung bleibt Boeing noch eine ganze Weile auf dem Radar. Das Duopol im Flugzeugbau ist stabil. Weil die Entwicklung so krass teuer ist, ist es einfach mega schwer für neue Unternehmen ins Luftfahrtbiss einzusteigen. Aber dieses Duopol bringt Probleme mit sich. Zu wenig Konkurrenz behindert Innovation. Und gleichzeitig hat der hohe Kostendruck insbesondere bei Boeing dazu geführt, dass an den falschen Stellen gespart wurde. Von der verhängnisvollen MCAS-Software wussten die Piloten zum Beispiel nichts, weil Boeing nicht wollte, dass umständliche und teure Weiterbildungen nötig sind, um ihre neue 737 MAX zu fliegen. Das hat offensichtlich auch dazu beigetragen, dass über 300 Menschen ihr Leben und Boeing eine ganze Menge Kohle verloren hat. Und obwohl es gerade ziemlich finster für Boeing aussieht, wäre es falsch, das Unternehmen abzuschreiben. Das Duopol in der Luftfahrtindustrie und gute Beziehungen ins Weiße Haus und ins Pentagon schützen Boeing vor allzu schweren Konsequenzen. Niemand will, dass aus dem Duopol ein Monopol wird und alle ihre Flugzeuge nur noch bei Airbus kaufen können. So, das war unsere Analyse zu den Problemen bei Boeing. Und jetzt will ich von euch wissen, if it's Boeing, are you going? Schreibt's mal in die Kommentare. Und wenn ihr euch nicht nur für Flugzeuge, sondern auch für E-Autos interessiert, dann schaut euch mal unser Video zu BYD an. Und hier findet ihr noch ein Video von unseren Freunden von die da oben. Die haben sich mal angeschaut, ob die Dönerpreisbremse kommt. Das war's von mir. Adios.